Hallo und gesenkt zum Casual Friday. Und wie in der letzten Ausgabe von letzter Woche versprochen, dieses Mal der Casual Friday gewidmet dem Ludum Dare Nummer 23. Und ich zeige euch mein bisheriges Lieblingsspiel aus dem Ludum Dare. Ist ein, wie nennt man es, Strategiespiel, Farming-Strategiespiel. Naja, schauen wir es einfach an und ihr seht es dann eh selber. Ein oder zwei Spieler, wobei ich sagen muss, die KI hat es in sich, die spielt richtig gut. Also ruhig auch mal alleine spielen. Ich nehme mal normal, in der Hoffnung, dass ich es dann schaffe. So, schauen wir mal, wer beginnt. Wir beginnen, das wird immer ausgewürfelt, wer beginnt. Und man hat zwei Farmer zur Verfügung, der Computer auch, das sind die zwei roten hier. Und der als zweites zieht, bekommt dafür einen Bonus, nämlich zwei Nahrungsmittel mehr. Heißt, der Computer hat sechs Nahrungsmittel, wir haben vier. Von den sonstigen Ressourcen Holz, Stein, Korn und Siegespunkte. Um die gestern im Endeffekt im Spiel, da haben wir noch nichts. Man kann Gebäude bauen, die sieht man da unten. Die haben verschiedene Funktionen, die gehen wir dann auch durch. Und hier, überall wo ein weißer Kreis ist, kann man jetzt einen Farmer hinsetzen. Pro Runde kann ein Feld nur einmal besetzt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den Wald klicke, dann gehe ich Holz ernten, Holz fällen, bekomme die zwei Holz dazu und das Feld ist für die Runde verbraucht. Erst in der nächsten Runde kann man da wieder hin und in der nächsten Runde kann man wieder zwei Holz fällen. Wenn man jetzt kein Holz fällt und der Computer auch nicht, summiert sich das auf, würden dann 4, 6, 8 und so weiter, wobei der Computer sicher nicht 4 oder 6 Holz liegen lässt. Hier gibt es Stein, hier gibt es Korn, hier gibt es Nahrung, hier gibt es auch Nahrung in der Schule. Hier die Flagge, wer die Flagge besetzt, fängt in der nächsten Runde als erstes an. Hier gibt es den Pflug, da kann man Felder pflügen oder Korn pflanzen. Und hier am Marktplatz kann man Kühe oder Schafe kaufen sozusagen, beziehungsweise holen, wenn man ein freies Feld hat und die da draufsetzen. Und wer hierher geht, wo haben wir es? Granary, da ist es ein bisschen schwer zu erwischen. Also das ist noch nicht aktiv, das wird erst aktiv, das kommt dann später, da kann man Gebäude bauen. Und jeder Farmer kann eben eine Aktion durchführen. Zum Beispiel gehe ich jetzt, je nachdem, was ich vorhabe, zum Beispiel habe ich vor, irgendein bestimmtes Gebäude zu bauen, sagen wir, oder machen wir es anders, ich habe vor, zuerst ein bisschen Korn anzubauen. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein Feld pflügen. Der Computer zieht auch, der holt sich das Holz. Und ich mit meinem zweiten Farmer hole mir zum Beispiel das Korn, damit ich das nächste Runde anpflanzen kann. Das macht der Computer, der schnappt sich die Fahne, damit er in der nächsten Runde anfangen kann. Sprich, jetzt zuerst ziehen kann. So, jetzt hat er schon vier Holz. Jetzt ist die Frage, was hat der Computer vor? Vermutlich will er irgendwas bauen. Jetzt wäre eine Taktik natürlich, das zu verhindern. Zum Beispiel tippen wir mal drauf, er will Stein abbauen. Dann schnappe ich mir den Stein. Dafür hat er jetzt ein Feld gepflügt und ich werde dafür die vier Nahrungsmittel einstreichen. Wieso braucht man überhaupt die Nahrungsmittel? Die versorgen die Farmer pro Runde braucht ein Farmer ein Nahrungsmittel. Wenn keine Nahrungsmittel mehr übrig sind, wird Korn gegessen. Und wenn kein Korn mehr übrig ist, dann werden Siegespunkte gegessen sozusagen. Und wenn da auch keine mehr übrig sind, dann sterben die Farmer und bekommt sie erst in der nächsten Runde wieder. Was wir jetzt natürlich auch machen könnten, ist hierher gehen und das Schaf bzw. die Kuh abholen. Werden wir aber nicht machen, sondern ich hole mir die vier Nahrungsmittel. So, jetzt ist wieder der Computer dran, der holt sich die zwei Korn. Ich werde Korn pflanzen. Computer baut was, nämlich ein Farmgebäude. Sobald man ein Farmgebäude baut, bekommt man einen Farmer dazu. Und ihr seht, die Gebäude verbrauchen sich nach und nach. Ich könnte jetzt auch was machen, zum Beispiel einen Fireplace bauen. Da könnte ich dann Schafe gegen Nahrung tauschen. Macht jetzt in dem Fall keinen Sinn, weil ich noch keine Schafe habe. Was ging noch? Eigentlich im Moment nichts, für das haben wir alles nicht die Ressourcen. Die sonstigen Gebäude, was haben wir noch? Eine Bäckerei, da kann man Korn gegen Nahrung tauschen, bekommt einen Siegespunkt, auch wenn man das Ding baut. Kirche bekommt man einen Siegespunkt, wenn man die besetzt pro Runde. Beim Weber kann man, wie war das? Ich glaube, genau, für jedes Schaf, das man hat, einen Siegespunkt bekommen und bei der Statue. Da bekommt man einfach vier Siegespunkte, wenn man sie baut, sonst nichts. Farmhäuser sind mehrere vorhanden, wie ihr seht. Und was werde ich jetzt machen? Ich glaube, der Computer ist gezogen. Ich
werde in der nächsten Runde als erstes starten. So, jetzt habt ihr gesehen, habe ich Korn bekommen, Ernte von meinem Feld. Und der Plan dahinter, in der Runde als erstes zu starten, war, hier 4 Holz zu sammeln. So, mal schauen, was macht der Computer. Er holt sich die 4 Nahrung. Der Computer wird sich jetzt vermutlich am Markt bedienen. Darum werde ich was bauen. Und zwar, glaube ich, soll ich die Bäckerei bauen oder baue ich mir auch ein Haus? Ich glaube, ich baue mir auch ein Haus. Dazu muss ich eben, jetzt habe ich mich verklickt, super. Eigentlich wollte ich daher. So, mal schauen, ob ich es jetzt schaffe. So, Workshop. Oder soll ich mir vorher noch das Korn holen? Zum Schluss baut der Computer irgendwas. Oder er kann momentan eh nichts bauen, weil er nicht die Ressourcen hat. Dann schnappen wir uns, glaube ich, das Korn. So, jetzt gehe ich bauen. Und baue auch ein Haus. Dann haben wir auch 3 Farmer. So, Computer startet als erstes in die nächste Runde. Übrigens gibt es 12 Runden. Wir sind jetzt in der Runde 6. So, was möchte ich noch machen? Ich würde eigentlich ganz gerne... Jetzt hätten wir ein freies Feld. Das heißt, wenn ich hierher gehe, werden... Genau. Die Tiere hierher gebracht. Ich brauche in der nächsten Runde 3 Nahrung. Das ist ein kleines Problem. Momentan habe ich nur 2. Komme ich noch irgendwie zu Nahrung? Ich könnte hier in die Schule. Da kann ich mir 2 Nahrung holen. So. Die Bäckerei wäre schon auch toll. Problem ist, wenn man die baut, der Computer kann die natürlich auch verwenden. So, der Computer hat schon einen Siegpunkt. Dann hole ich mir noch das Holz. Und schau, was jetzt passiert. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt die Bäckerei. Da gibt es erstens mal einen Siegpunkt und gut Nahrung. So, Computer hat sich 3 Steine geholt, das heißt, er will vermutlich wieder was bauen. Nahrung haben wir jetzt für die nächste Runde. Soll ich noch ein Feld pflügen? Oder soll ich mir noch Holz holen, damit ich irgendwas bauen kann? Ich pflüge, glaube ich, noch ein Feld. So, einen Zug haben wir noch. Dann starten wir in die nächste Runde als erstes. Jetzt habe ich ärgerlicherweise kein Korn mehr, weil jetzt wollte ich eigentlich die Bäckerei besetzen für diese Runde. Macht nichts, dann bauen wir die Kirche. Bringt mal gut Siegespunkte. Jetzt bauen wir allerdings noch Nahrung für die nächste Runde. Mal die 2 Korn schnappen. Computer fängt nächste Runde an. Okay. Und wir holen uns noch... Ja, jetzt, wenn wir jetzt das Korn einsetzen, haben wir zu wenig Nahrung für die nächste Runde. Auch nicht gut. So, jetzt hätten wir genug Nahrung. Gut, dann pflanze ich noch Korn ein. Und am Schluss wird dann übrigens abgerechnet Siegespunkte und ich glaube Korn, Tiere, was bringt noch alles Punkte, damit ich keinen Blödsinn sage. Ja, wir werden es dann schon sehen. So, 6 Holz. Holz bringt, glaube ich, keine Bonuspunkte. Jetzt als erstes besetzen wir die Kirche. Das gibt einen Siegespunkt. So, er holt sich auch Tiere. Eine Nahrung bekommen wir als Ernte. 2 Nahrung hole ich mir von hier. Er holt sich noch das Holz, warum auch immer. Und wir könnten noch nächste Runde als erstes starten. So, warum habe ich jetzt noch einen Zug übrig? Ich weiß es gerade nicht. Hole ich mir noch das Korn. Okay. Noch ein Zug. Gibt's ja nicht. Dann tausche ich noch ein Korn gegen 5 Nahrung. Sehr gut.
Und wir sind als erstes dran, trifft sich auch gut. Vielleicht Runde 10 schaffe ich es noch, genug Stein zu sammeln, damit ich die Statue bauen kann. So, er geht auf die Bäckerei, dann gehen wir auf die Kirche. Holen uns noch 2 Nahrung. So, Computer will nächste Runde als erster starten. Okay, soll er machen. So, hier könnte man noch 2 Nahrung abholen. Ja, Holz bringt mir auch nicht wirklich was. Ich brauche keinen Farmer mehr. Gehe ich noch hierher. Und zahle noch ein Korn, weil inzwischen gibt es ja die Mühle für einen Siegespunkt. So. Dann schauen wir mal. Dann einen Stein, den ich noch brauche, hole ich mir. Jetzt geht uns ein bisschen die Nahrung aus. Aber ist eh die letzte Runde. Dann ist mir egal, wenn ein paar Farmer weg sein. Bauen kann ich aber nichts mehr. Okay. Heißt, ich möchte in der letzten Runde auf jeden Fall als erster starten. Hol mir noch 2 Nahrung. Tausch noch das Korn gegen 5 Nahrung, weil es ein Blödsinn, sich die Nahrung zu holen, hätten wir uns eigentlich sparen können. Macht aber nichts. So, jetzt kann ich bauen. Statue. Sehr gut. Noch einmal Korn gegen Nahrung tauschen. Brauche ich das? Nicht wirklich. Nochmal Korn. Ah, den Siegespunkt habe ich verpennt, okay. Macht aber nichts, ich glaube, wir sind schon sehr auf der sicheren Seite. Was bringt noch was? Ah, einmal Korn gegen einen Siegespunkt. Er holt sich noch ein paar Tiere, okay. Ja, dann war es das eh schon. Einfach fertig machen irgendwie. Und... ja, jetzt sieht man die Boni. Ah ja, für 4, so war es genau, für 4 Nahrung gibt es einen Bonuspunkt, für, also pro 4 Nahrung, pro 3 Korn, auch pro 2 Schafe und pro einem Rind. Irgendwie sehe ich zwar nur 5, ah nein, jetzt sehe ich 6. Okay, das heißt, wir sind eh weit, weit voraus. 18 zu 9. Gut gespielt, würde ich sagen. Ja, war jetzt ein bisschen längeres Let's Check, wollte ich schon sagen. Ein bisschen länger Casual Friday wie üblich, aber ja, wollte einfach mal eine Runde durchspielen. Und weil ich es noch richtig gesagt habe, ist ein Spiel, das spielt man im Browser, kostenlos. Und der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß. Berichtet mir ein bisschen, wie es euch gegangen ist. Ich habe die ersten paar Male extrem schlimm verloren. Trick bei mir war dann, ein bisschen drauf zu schauen, was der Computer macht und nicht nur meine eigene Taktik durchzuziehen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für Denk und Baba.